Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Roblox-Video. Wir spielen heute große Konkurrenz zu Bloxfruits. Und damit befinden wir uns am Starthafen vom One Block Simulator. Dieses Spiel wurde mir wärmstens empfohlen und soll sogar besser sein als Bloxfruits. Ich bin sehr gespannt, das werden wir heute testen. Das Problem bei der Sache ist, ich hatte schon eine Aufnahme, hatte aber mein Mischpult nicht an. Dementsprechend wurde meine Stimme nicht aufgenommen. Ich habe nämlich hier schon richtig coolen Stuff. Ich zeige euch einfach mal alles, damit ihr euch trotzdem ein Bild vom Simulator machen könnt und dieses Video hier, weil ich finde das Spiel wirklich gut, trotzdem zu euch kommt, ja? Also, wir starten hier eigentlich mit Level 1 und den Fäusten. Wir skillen uns passiv, wie in den OG-Simulatoren, wie zum Beispiel der Anime Simulator. Wir müssen also einfach klicken, kämpfen und werden dadurch stärker. Dasselbe haben wir auch für unsere Verteidigung, ja? Das ist auch sehr, sehr wichtig zu wissen. Allerdings gibt es hier nämlich noch das Passive, dass wenn ich kämpfe, tatsächlich natürlich erstmal mit der Faust, das Schwert habe ich eigentlich noch gar nicht, dass man hier trotzdem auch die Verteidigung skillt während des Kampfes. Also schon ein bisschen realistisch. Das finde ich super mega cool, ja. Dann haben wir hier erstmal die Auswahl, ob wir natürlich Pirat werden wollen oder der Marine angehören wollen. Wir sind natürlich Piraten, denn Piraten sind frei. Das ist nämlich Gold Roger hier, höchstpersönlich. Und wir können hier tatsächlich sogar handeln. Das finde ich mega cool. Das haben andere Spiele nämlich auch nicht. Hier gibt es da eine Teufelsfrucht, eine zufällige, ab Level 30. Ich bin Level 29. Ich war nämlich gerade dabei, das Video zu beenden. Und da ist mir dann aufgefallen, dass es nicht funktioniert hat. Oh, wer ist hier? Kennen wir den? Era? Nee, leider nicht. Aber falls du mich kennst, schönen Gruß an dich. Hier haben wir einen Aktienmarkt, was auch immer das ist. Hier können wir, glaube ich, Früchte kaufen. Ich weiß, warum auch immer der Aktienmarkt heißt. Die Roblox-Übersetzung. Nichts, was man befürchten müsste. Also hier können wir dann andere Früchte noch kaufen, was ich ziemlich cool finde. Hier gibt es die Quests, ähnlich wie in Bloxfruits. Also hier müssen wir einfach Quests annehmen. Zum Beispiel hier, dass wir 10 Banditen verprügeln müssen. Ich nehme einfach mal direkt mein Schwert und wir haben tatsächlich auch hier dann Fähigkeiten, ja? Also wir können pro Waffe, also Nahkampf, Schwert und was es auch alles gibt. Wir haben jetzt gerade ein Schwert. Ich will natürlich wieder die 3 Schwerter haben. Können wir hier Fähigkeiten nutzen. Ja, es gibt auch PvP, deswegen sind die Fähigkeiten essentiell wichtig. Wir leveln diese Fähigkeit hier rechts und wir leveln auch die Mastery, also das, die Meisterschaft. Auch wie in Bloxfruits, das funktioniert ganz gut. Bäm, wir machen jetzt mal eben die 5 kaputt. Wir nehmen nämlich die Erfahrung jetzt auch einfach direkt mit. Die schlitzen wir natürlich hier komplett schon aus dem Leben, weil ich habe die ganze Insel gerade schon eigentlich gemacht. So. Die XP und die Berries, also das Geld, bekommen wir direkt. Wir haben auch Dailies, also wir müssen Daily-Aufgaben machen, um dann diese bestimmte Währung zu bekommen. Die sehen wir hier. Davon habe ich auch schon ein bisschen was. Und dann gibt es hier den Spezialshop, wo man die ausgeben kann. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich habe. Wir können mal gucken. 25, ich weiß gar nicht, was die kosten. Ja, ja doch, 25 Münzen. Das ist ganz gut. Nach dem zweiten Tag kann man sich dann hier schon was holen. Das klappt ganz gut. Hier gibt es einen Shop. Hier habe ich mir dann das Schwert gekauft für 2000 Berries. Das heißt, hier habe ich mich erstmal bis Level 10 hochgegrindet. Das sind dann so die ersten Quests. Dann gehen wir nämlich hier rüber zum nächsten Questgeber, der uns nämlich sagt, oh, wir haben die Banditen zurückgeschlagen, jetzt müssen wir sie am Strand richtig besiegen. Dann sind hier nämlich die stärkeren Banditen, die wir auch relativ zügig eigentlich kaputt gekloppt haben. Also wir mussten das Schwert dann neu leveln. Jede Waffe muss halt natürlich neu gelevelt werden, was aber nicht schlimm ist. Also die verprügeln wir dann mittlerweile auch recht gut. Bam, weg bist du. Und da mussten wir immer 5 von denen besiegen, bis wir Level 10 geworden sind. Nein, Level 20 geworden sind. Entschuldigung. So, dann kommen wir nämlich zum nächsten Questgeber. Und der wurde ein bisschen interessanter. Der sagt uns nämlich, jetzt müssen wir den Boss besiegen. Den gibt es 2-mal. Und da ist mir was Besonderes passiert. Der hat seinen Umhang verloren. Also es gibt Items, die droppen, die man hier anziehen kann. Mit passiven Stats. Das heißt, diese Banditen-Anführerrüstung gibt mir einfach plus 35 Leben. Und das ist halt auch einfach irgendein random Schwert, was ich mir für 2000 Berries gekauft habe, was wirklich nicht viel ist. Das ist einfach das Erste. Das heißt, es gibt viele Schwerter. Und ich will unbedingt wissen, was es hier noch so alles an Schwerter gibt. Und es gibt auch Truhen. Also ich habe hier auch eine random Truhe gesehen, die habe ich geöffnet. Und das Wichtigste, als wenn man von der Teufelsfrucht spricht, da ist der Versprecher des Videos. So, die haben wir jetzt auch noch eben geöffnet. Das ist nämlich auch eine Daily, dass man 6 davon finden muss. Und es gibt ja auch verschiedene Inseln, auch wie in den OG-Simulatoren. Also da vorne kann man Schiffe kaufen und ihr seht, wie in den OG-Simulatoren sind hier die Gebiete mit dem Level gekennzeichnet. Ab 35 kann man hier in den Dschungel und so weiter. Also es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Inseln, sehr cool. Und es gibt World Events. Hier war eine große Seekuh, wörtlich. Es war eine Kuh.
ein Seeungeheuer als Kuh, was hier stand mit Level 28.000. Das haben wir nicht machen können. Das ist auf jeden Fall für den ganzen Server gedacht, denke ich, als Event. Sehr cool, dass es solche Events überhaupt gibt. Hat mich mega gefreut. Also das Ding war ja auch riesengroß. Es tut mir so leid. Ich blende es einfach jetzt nochmal kurz ein, ohne Ton, ja, damit ihr es seht. Ist halt ein bisschen schade, dass ihr jetzt da die Reaktion nicht hören konntet, ne? Aber falls ihr auf jeden Fall mehr von diesem Spiel sehen wollt, weil ich finde es tatsächlich besser als Blockfruit, bisher zumindest, dann smasht jetzt den Like-Button, schreibt mir, wie ihr das Spiel findet, ob ihr das auch besser findet, würde mich sehr freuen und hinterlasst mir ein kostenloses Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn jetzt jemand sagt, so, oh, PvP, das ist in Blockfruits, aber dynamisch ist es hier auch. Ihr könnt hier tatsächlich auch mit Q dashen. Der Doppelsprung kommt irgendwann dazu. Es gibt richtig coole Details. Wenn man hier mit den Fäusten schlägt und stärker wird, dann werden die rot. Aha, jetzt durch den Anzug sieht man das nicht. Ihr müsst mal ein bisschen auf die Hände achten. Und die Schwerter haben auch richtig coole Animationen und so weiter. Also man kann hier auch richtig die Fähigkeiten kombinieren in der Luft und so weiter. Also PvP kann ich mir hier schon richtig cool vorstellen. Wir müssen jetzt noch ein Level machen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal den Anführer besiegen, um uns dann unsere erste random Teufelsfrucht kaufen zu können. Was ich auf jeden Fall tun möchte. Denn das ist schon wichtig zu wissen, wie die Teufelsfrüchte hier funktionieren. Und dafür müssen wir den Anführer hier mal eben kurz nochmal wegschnetzeln. Und ich hatte noch gesagt vorhin, ich fände es mega cool, dass wenn man das wie in Dungeon Quests macht, dass jedes Monster oder jeder Gegner Items oder Gegenstände droppen kann, die man dann anzieht mit verschiedenen Stats und so weiter, um sich dann selbst so ein bisschen zu gestalten. Das fände ich viel cooler als immer nur so einzelne Gegenstände, die irgendwie der Anführer droppt oder sowas. Das fände ich mega cool. Ich frage mich immer, warum die ganzen Roblox-Spiele das so selten umsetzen. Das machen andere Spiele neben Roblox tatsächlich auch und sind damit super erfolgreich. Diablo zum Beispiel, vielleicht kennt der eine oder andere das von euch. So, ich muss jetzt noch diesen einen... Oh, da auch eine richtig cool... Also die Animationen, wie ihr seht, die sind hier teilweise echt mega cool. Ich werde jetzt noch schnell den Anführer hier besiegen, damit wir gleich die erste Teufelsfrucht kaufen können. Und dann schauen wir mal, wie die so funktionieren und welche vor allen Dingen wir bekommen. Ha, mich wurmt das jetzt richtig. Ich hatte eine richtig schöne Aufnahme und habe hier alles mit euch erlebt und gezeigt und es passte so richtig. Dieser Moment, wo man richtig zufrieden war mit einem Video. Aber wir sind jetzt Level 30 und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Vielleicht wollt ihr ja sogar noch mehr sehen, weil ich finde das tatsächlich eine richtig krasse Alternative zu Blockfruits. So, wir ziehen unsere erste zufällige Teufelsfrucht für 20.000. Habe ich überhaupt 20.000? Ich habe überhaupt nicht 20.000. Wie viel habe ich denn? Oh, ich habe 19.000. Ja gut, die farme ich jetzt noch. Das mache ich noch. Das wäre ja gelacht, wenn ich das nicht noch hinkriege. Also wir müssen noch ein bisschen ein paar Berries farmen. So heißt die Währung hier. Wie in One Piece. Jeder weiß, wir sind gerade in One Piece. Die dürfen es noch nicht schreiben. Ne? Ich werde jetzt auf jeden Fall noch die letzten Berries farmen, um uns dann die erste Teufelsfrucht leisten zu können. Ja, und dann sehen wir uns gleich am Shop. Level 33 mit 23.000 Berries, das sollte reichen. Aber bevor wir jetzt gerade zu dem Händler gehen, möchte ich euch nochmal kurz was zeigen. Das ist mir nämlich vorhin aufgefallen. Das neue Merch, was wir tragen. Warte, ich muss kurz das Ding ausziehen. Moment, das ist ein bisschen lustig. Und nicht ausrüsten. Ist tatsächlich hier, also der Questgeber ist das Original, von dem wir uns inspiriert haben. Also mein Merch aus dem aus der Zockmonster-Gruppe. Seht ihr schon? Original Inspiration. Ich finde unser schöner, muss ich sagen. Hat ein paar mehr Pirate-Vibes. Genug mit der Werbung für dieses coole Outfit. So, wir holen uns jetzt unsere zufällige Frucht. Ich bin sehr gespannt, was es wird. Und wir haben die... Das sehen wir gar nicht. Warum sieht man das nicht? Essen wir die einfach? Ich weiß es nicht. Wir essen sie einfach, okay? Wir haben hier so eine dunkle Lila. Ihr wisst wahrscheinlich schon, was es ist. Ich leider nicht. Was ist es? Die Shopfruit? Okay, was mache ich jetzt damit? Oh, ich habe richtig viele Fähigkeiten. Moment, was war das? Ich konnte irgendwas schießen? Moment, jetzt bin ich gespannt. Oh, und wenn man die jetzt levelt, ab Meisterschaft 15 bekommt man die X, ab 45 die C und ab 80 die V. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ich jetzt hier habe. Aber ich schmeiß jetzt irgendwas. Also die kenne ich gar nicht. Leider, da sind meine Anime, mein Anime-Wissen lässt mich da leider wieder im Stich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was genau diese Frucht ist und wer sie benutzt. Würde mich mal interessieren. Ja, und dann würde ich sagen, könnten wir jetzt in die zweite Insel, ja natürlich, zur zweiten Insel reisen. Also wir könnten uns jetzt hier ein Schiff holen und zum Dschungel. Oh, wobei der braucht Level 35. Müssen wir noch ein bisschen trainieren, aber ich habe jetzt ungefähr 40 Minuten gebraucht, um an diesem Punkt hier anzugelangen. Das geht tatsächlich klar. Bevor ihr jetzt abschaltet, möchte ich auf jeden Fall noch kurz einen Kommentar vorlesen. Der kommt nämlich von Jonix und er schreibt einfach nur vor 3 Tagen unter dem Bubblegum Haven Video. Cooles Video.
In der Kürze liegt die Würze. Ich bedanke mich für den Kommentar und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.